So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Abschluss der Online-Seminarreihe mit Recht das Klima retten. Und heute haben wir ein Praxisseminar für junge JuristInnen geplant mit den beiden ReferentInnen Remo Klinger und Cornelia Ziem. Wenn Sie oder ihr die letzten beiden Veranstaltungen verpasst haben solltet, dann könnt ihr die immer noch nachschauen. Die sind verfügbar auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich werde heute die Moderation übernehmen. Ich bin David Goodwin vom AKJ in Freiburg im Arbeitskreis kritischer JuristInnen. Wir haben diese Veranstaltungsreihe zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Verein Green Legal Impact und Client Earth und German Watch organisiert. Und wir freuen uns alle sehr, dass es so einen großen Anklang gefunden hat. Für heute hatten wir über 200 Anmeldungen. Und deswegen warten wir auch noch kurz, bis alle drin sind. Jetzt sind wir bei knapp 107. Aber ich denke, wir können jetzt trotzdem schon mal anfangen, uns vorzustellen. Und zwar würde ich gerne meine Co-Moderation Jaime vorstellen. Jaime wird heute als Anwalt des Publikums eure Schrägstrich ihre Fragen vortragen und repräsentieren. Jaime, möchtest du kurz etwas sagen? Hallo, ich bin Jaime, wie David gesagt hat. Auch von mir herzlich willkommen. Und ich freue mich auf viele Fragen. Wir freuen uns auf viele Fragen. Dafür würden wir gerne auf den Fragen- und Antworten-Tool verweisen. Also nicht auf den Chat, da werden andere Infos und Links gepostet. Da können Fragen gestellt werden. Und die Fragen können auch, wenn sie besonders passend oder interessant erscheinen, auch hochgevotet werden. Und dann würde ich dann im Laufe des Vortrags auch einige stellen an die Referentin. Sehr schön. Dann haben wir noch einige Menschen im Backend, die euch und mit Links versorgen werden oder mit euch im Frage- und Antwort-Tool schreiben werden. Das ist einmal Lifur, Caroline Schröder und Annette Kraus. Und auch euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr diese wichtigen Aufgaben übernehmt. Jetzt werden wir noch eine kurze Umfrage einblenden, weil es uns interessiert, wer uns heute hier zuschaut. Da bitte ich, genau. Und während ihr diese Umfrage kurz ausfüllt, würde ich unsere ReferentInnen für heute vorstellen. Das ist einmal Professor Dr. Remo Klinger, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Und Dr. Cornelia Ziem, Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Umwelt- und Energierecht. Ich freue mich, dass Sie beide hier sind. Und ich freue mich natürlich auch, dass so viele Teilnehmende jetzt schon dazugekommen sind. Und es interessiert mich sehr, was die Umfrage gleich ergibt. Können wir die Umfrage kurz einmal einblenden? Ich hoffe, dass schon genügend Menschen abgestimmt haben. Okay, da sehen wir, dass schon der Großteil der Menschen hier Jura studiert oder ein abgeschlossenes Studium hat. Also wir haben unsere Zielgruppe auf jeden Fall erreicht, aber es sind auch viele Leute zum ersten Mal hier. Also das können wir uns auf jeden Fall im Kopf behalten, dass wir uns nicht zu viele Gedanken darum machen müssen, Dinge zu doppeln. Dann würde ich direkt an Remo Klinger übergeben, um uns einen kurzen ersten Input zu präsentieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, David, und hallo alle Teilnehmer. Vielen Dank für die Einladung, für die Veranstaltung. Hat mich sehr gefreut. Und wir haben in dem Vorgespräch uns das so vorgestellt, dass das jetzt nicht ein Input wird von einem Halbstunden-Vortrag, sondern wirklich eher ein kürzerer Input, der
Gelegenheit geben soll zum Fragen und zum Diskutieren später. Und dabei ist uns aufgefallen, dass das Thema Klimaklagen oder Prozessführung im Klimaschutzrecht sehr eng mit einem Phänomen zusammenhängt, was wir in den letzten Jahren in Deutschland immer stärker auch einer wissenschaftlichen Beobachtung zugeführt haben, aber eigentlich meines Erachtens schon vorher bekannt war. Das nennt man mittlerweile neudeutsch strategische Prozessführung. Und in diesem Phänomen oder in diesem Zusammenhang betten sich auch die Klagen ein, die man in Deutschland als sogenannte Klimaklagen bezeichnet. Wir können zu verschiedenen Arten dieser Klagen oder auch zu einzelnen dieser Klagen noch sehr gerne heute ausführlich sprechen. Aber deswegen möchte ich mit dem, was man strategische Prozessführung nennt, eigentlich beginnen. Das ist eigentlich sowas, ist es wirklich ein neues Phänomen? Ich würde nein sagen. Wir kennen es vielleicht in Deutschland noch nicht so auf diese Art. Das kennt man aus Amerika schon seit langem. Dort hat man es sozusagen als juristische Methode bezeichnet, mit der man im Rahmen einer irgendwie Gesamtstrategie gesellschaftliche Missstände oder Ungerechtigkeiten versucht zu beheben. Es ist deswegen für mich nicht so völlig neu, weil wir eigentlich das schon als Anwälte, die in dem Bereich tätig sind, schon seit langem so machen, dass man versucht natürlich in einem Dreiecksverhältnis zwischen den gesellschaftlichen Akteuren, der Politik, den Medien und juristischen Zusammenhängen tätig zu sein. Und insofern ist es nicht völlig neu. Aber was neu ist, dass wir in Deutschland seit einigen Jahren, so seit den 10er-Jahren eben auch viele NGOs, Umweltschutzverbände kennen, die sich dieses Themas verschrieben haben. Und insofern ist das planvolle Vorgehen bei derartigen strategischen Klagen im Klimaschutzbereich doch neu und in gewisser Weise bemerkenswert. Ich wollte sozusagen meinen Eingangsvortrag nur kurz mit den, ich habe es mal irgendwann das kleine 1x1 strategischer Prozessführung bezeichnet oder eine Kollegin hat es despektierlich so genannt, als ich das mal präsentiert habe. Und das würde ich vielleicht gerne mal präsentieren wollen, damit man da eine Grundlage zum Diskutieren hat. Ich teile mal meinen Bildschirm gerade, sodass ich hier diese 8 Thesen und die erste These, die ich dort aufstellen würde, können wir über alle gerne reden, ist zum einen ja sorgfältige Fallauswahl, selbstverständlich, aber vielmehr entscheidend, dass die Erfolgsaussichten für mich für eine solche Prozessführung entscheidend sind, ein bloßer Publizitätseffekt, mit der man eine Klage erheben möchte, weil man gerne eine Pressekonferenz am Anfang durchführt, das wird zum Rohrkrepierer. Das merken sich irgendwann auch die Medien, dass sie denken, sie werden dort letztendlich vielleicht benutzt für ein Thema, was letztendlich keine wirkliche rechtliche Relevanz hat. Also das muss grundlegend gegeben sein, dass man Erfolgsaussichten auch wirklich hier sieht und nicht nur eben Öffentlichkeitsaussichten. Das Zweite ist realistische Ziele setzen, habe ich es mal genannt. Realistische Ziele setzen hat damit zu tun, dass wir Juristen im Grunde unglaubliche Spießer sind. Denn wir bewegen uns in unserem juristischen Spielfeld. Wir haben nur dieses Spielfeld. Wir haben sozusagen so wie ein Klavierspieler nicht plötzlich ein Violinkonzert spielen kann, haben wir nur unsere Tastaturen und auf denen können wir spielen. Auf denen können wir auch versuchen, eben was besonders Schönes und vielleicht auch mal was Neues zu spielen, aber es bleibt ein Klavierkonzert. Deswegen realistische Ziele setzen. Richter sind keine Revolutionäre. Selbst Fidel Castro machte als Anwalt jedenfalls keine Revolution. Auch darüber muss man sich immer wieder im Klaren sein. Dann die Legitimität des Ziels, auch wichtig, muss sofort einleuchten. Wer sein Klageziel in der Öffentlichkeit nicht, sag ich mal, in der Länge eines Twitter-Postes erklären kann, vielleicht ein bisschen länger, sind ja juristische Zusammenhänge, sind manchmal ein bisschen komplizierter, aber nicht viel länger als ein Twitter-Post, der kann das sozusagen, der sollte es nicht machen. Das muss man erklären können, das muss sofort einleuchten und man sollte lieber stufenweise vorgehen und nicht zu viele Probleme in eine Klage stecken. Vielleicht Zulässigkeitsprobleme und dann auch noch die Klageartenprobleme und dann auch noch, was vielleicht die Tenorierung angeht, sondern lieber in Stufen vorgehen und dann Stück für Stück zum Ziel kommen und damit eben Ausdauer für ein Thema haben und nicht nur kurzfristig denken. Dann möglichst auch, sobald es geht und finanziell leistbar ist, prozessual mehrgleisig fahren. Das heißt also nicht nur auf ein Gericht und nicht nur auf ein Pferd setzen, wenn das möglich ist. Wenn es natürlich nicht möglich ist, man hat nur das Bundesverfassungsgericht, kann ich nicht unbedingt mehrgleisig fahren. Das ist klar. Kann ich vielleicht noch versuchen, zum ersten und zweiten Senat zu kommen. Das gelingt mir als Verfassungsbeschwerdeführer aber nicht, weil ich dann nur zum ersten kann. Also, wenn es aber möglich ist, ich kann viele Gerichte damit bespielen, dann mehrere gehen, weil meine Erfahrung lehrt,
das Gericht, was eigentlich den Fall toll findet und irgendwie gern das mal machen will, das nimmt den Fall als erstes und entscheidet als erstes. Und dann geht dieses Verfahren als Musterverfahren durch die Instanzen. Es kann mir natürlich auch passieren, dass ich gerade an ein Gericht stoße, was den Fall abgrundtief schlecht findet und endlich sofort dagegenhauen will und den als erstes nimmt. Glaube ich aber nicht. Meine Erfahrung ist eher, die Gerichte, die dem positiv gegenüberstehen, nehmen den Fall als erstes und die, die sagen, ach, jetzt nicht unbedingt, die lassen ihn eher liegen, sodass ich dort eher die Erfahrung mache, man fährt besser damit. Das fünfte ist, die Finanzen, ja, früh für alle Instanzen sichern. Nur mit einer Instanz auszukommen, um dann so ein Grundsatzverfahren zu führen, mit dem man dann nach der ersten Instanz gescheitert ist, wohl wissend, dass man in der ersten Instanz mit komplett neuen Ideen sehr wahrscheinlich scheitert. Das bringt natürlich nichts, sondern man muss das Geld für möglichst alle Instanzen schon zusammen haben durch die NGO, die es unterstützt oder den Beschwerdeführer. Das ist sehr, 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 sehr wichtig und führt sonst nur zu Frustration nach der ersten oder zweiten Instanz, wenn es dann doch nicht mehr geht. Das nächste ist, und das ist auch für uns Anwälte und Juristen von nicht zu unterschätzender Bedeutung, das ist ein konstruktiver und stetiger Umgang mit Medien und sozialen Netzwerken. Wir Anwälte sind insofern da nicht sozusagen nur die Aktenbearbeiter und sitzen hier vor dem Laptop und schreiben das dann und huch nur mit niemandem reden, nein, sondern der Umgang mit Medien und die Erklärung dessen in der Öffentlichkeit und das Wecken von Akzeptanz für das Ziel ist extrem wichtig, denn auch Medien auch Gerichte lesen die Medien und nehmen sie wahr und werden davon beeinflusst. Deswegen müssen auch die Anwälte das teilweise mit leisten, selbst wenn es der Mandant natürlich vornehmlich tun sollte. Deswegen aber auch möglichst zum Verband oder zum Mandanten kurze Entscheidungen möglich machen, kurze Wege. Da muss nicht noch irgendwie ein Gremium ständig einberufen werden, um kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Leuchtet vielleicht ein, ist aber in der Praxis leider auch nicht selbstverständlich. Und das setzt natürlich eine sehr vertrauensvolle Anwalt-Mandanten-Beziehung voraus. Das achte ist, jetzt kann ich streichen. Das ist natürlich völlig normal. Wenn du die nicht hast, dann brauchst du auch da nicht tätig werden. Das ist das, was ich mir so vorstelle. Und das gilt eigentlich auch jenseits von eben von dem, was wir da so kennen und was dort an strategischer Prozess, also jenseits von Klimaklagen. Und das hat eben was damit zu tun, dass Prozessführung strategisch aufgebaut nur unter diesen Voraussetzungen funktioniert. Und es ist ja etwas, was nicht nur den Klimabereich prägt, sondern viele andere Bereiche. Und es prägt eben nicht nur die Arbeit von NGOs in Deutschland, sondern die Industrie nutzt das natürlich genauso. Also wenn Sie Verfahren zum Mietendeckel in Berlin haben, da vertrete ich das Land Berlin gerade in den Verfassungsverfahren, die Vermieterindustrie, in Anführungszeichen nenne ich es mal, die nutzt das natürlich genauso, wie wir es nutzen. Und insofern sollte man sich da über bestimmte Dinge im Klaren sein, was man da eigentlich tut und wie man es tun kann. Das soll es aber von meiner Stelle als kurzer Input hier erst einmal gewesen sein. Vielen Dank und gleich weiter. Ja, vielen Dank. Dann würde ich das Wort direkt an Frau Dr. Ziem übergeben. Möchten Sie auch noch etwas zum Einstieg loswerden? Sie sind noch stumm geschaltet. Immer noch. Sie sind immer noch stumm geschaltet. So, ja, jetzt müsste es gehen. Wunderbar. Also ja, sehr gerne. Ich möchte mich auch zunächst nochmal bedanken für die Einladung, für das Konzept. Ich finde es absolut spannend. Und wenn jetzt wieder so viele Zuhörer, Teilnehmer dabei sind, zeigt das ja auch, was für ein Bedarf da ist. Also, ich kann mich den meisten Punkten anschließen, was Remo Klima immer gesagt hat. Ich hätte ein oder vielleicht drei Punkte, die ich noch mal ein bisschen vertieft eingehe, auf die ich noch mal vertieft eingehen möchte. Das eine ist, in der Tat sollte man kein Verfahren einfach nur führen, um Verfahren vor Gericht zu haben und damit kurze Öffentlichkeitsaufmerksamkeit zu haben. Das ist leider hin und wieder immer der Fall. Es führt aber, glaube ich, wenn sozusagen keine Plausibilität dahinter steckt und nur der Eyecatcher in den Medien das große Ziel ist oder letztlich erreicht werden kann, dazu, dass auch ein Frust entstehen kann. Also einmal bei Gerichten, die sich mit sowas befassen müssen, aber natürlich auch
bei Anwälten, aber vor allen Dingen auch dann bei Mandanten, die mit sozusagen großem Engagement an viele Sachen rangehen, Sachen zusammentragen, Feuer und Flamme sind für eine Sache, die aber möglicherweise von vornherein nicht große Aussichten auf Erfolg hat. Also diesen Punkt, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, um zu einer Rechtsentwicklung beizutragen. Weil ansonsten werden wir irgendwann in eine Phase kommen, wo man sich vielleicht nicht lächerlich macht, aber jedenfalls nicht mehr wirklich ernst genommen wird, wenn ein nächstes Verfahren zum Klimaschutz angestrengt wird. Also deswegen sozusagen Betonung dieses Punktes nochmal, wie wichtig das ist, glaube ich. Der zweite Punkt wäre Klimaklagen. Das ist ja bislang etwas, was immer so als großes Ganzes dargestellt wird. Das ist es natürlich auch. Ich möchte aber nochmal diesen Begriff vielleicht ein bisschen ausweiten, weil ich glaube, Klimaklagen, das ist nicht nur etwas, was darauf gerichtet ist, dass zum Beispiel Deutschland seine Klimaschutzziele strenger macht oder sie einklagbarer macht, sondern es kann auch etwas sein, was vielleicht florettmäßig daherkommt. Ja, also ein Beispiel, zum Beispiel bei Tagebauen in anderen Verfahren oder anderen Problembereichen ist das natürlich auch, aber Tagebaue verursachen große Umweltschäden. Die Oberfläche muss nach der Ausbaggerung wieder nutzbar gemacht werden. Und für all das muss eigentlich sichergestellt werden, dass nach Beendigung der Ausbaggerung genügend finanzielle Mittel seitens des Bergbauunternehmers da sind. Wir erleben, jedenfalls wenn man sich die ostdeutschen Bundesländer anguckt, also das, insbesondere das Lausitzer Revier, dass dort erhebliche Zweifel bestehen, ob die LEAG diese Mittel wird aufbringen können. Das hat mit dem Verkauf von Vattenfall an einen tschechischen Konzern zu tun und dann die Gründung der LEAG, dieser Tochtergesellschaft. Was ich sagen will, wenn man sozusagen diese Pflicht zur Wiedernutzbarmachung und die Pflicht, ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, ernst nehmen würde, hätte das eigentlich bedeutet in der Vergangenheit, dass man der LEAG Sicherheitsleistung hätte auferlegen müssen. Und zwar in voraussichtlich Millionenhöhe. Die kann sie möglicherweise gar nicht erbringen. Das wiederum kann natürlich dazu führen, dass Bergbautätigkeiten eingeschränkt werden. Das ist nur ein Beispielfall, über den wir nachher gerne auch noch weiter diskutieren können. Ich möchte nur sozusagen das Augenmerk darauf lenken, dass Klimaklagen nicht nur, also auch selbstverständlich, aber eben nicht nur das große Ganze sind, sondern dass man, und das macht ja gerade das Strategische und Taktische aus, guckt, wo kann man sozusagen reinpicken, wo man das vielleicht auch gar nicht so erwartet und was letztlich aber auch dem Klimaschutz sehr, sehr viel dienen kann. Und ein drittes, noch ein bisschen allgemeiner, warum reden wir heute eigentlich über strategische Klima- oder Umweltklagen? Ich glaube, da gibt es nochmal eine ganz spannende Parallelität. Früher gab es das natürlich nicht so, weil wir schlichtweg dort kein Verbandsklagerecht hatten, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Und das ist im Laufe der Zeit, das wissen Sie ja wahrscheinlich alle, immer weiter ausgedehnt worden mit der AUS-Konvention, mit dem Europarecht, aber auch mit zahlreichen Klagen sozusagen gegen die Umsetzung in Deutschland, die immer wieder unzureichend waren. Das heißt, wir haben doch eine Wechselwirkung zwischen dem, was juristisch möglich ist, jedenfalls von Verbandsseite, und dem, was auch an Problemen da ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ständig neu gucken können, was ist eigentlich möglich, was früher eben gar nicht möglich war. Ein Satz noch, früher war es eben zum Beispiel nur möglich, letztlich, wenn es um Befreiung oder Ausnahmen ging, bei Naturschutzgebieten zu klagen. Das hat mit Klimaschutz allenfalls am Rande zu tun. Das, was wir heute haben im Umweltrechtsbehelfsgesetz, ist also ungleich viel weiter und eröffnet uns auch ungleich mehr Möglichkeiten, um kreativ zu sein. Das wären von mir jetzt so drei Punkte ergänzend zu meinem Vorredner, zu Remo Klinger, und als Einstieg für die Diskussion. Ja, vielen Dank. Das war schon sehr interessant. Ich würde jetzt einsteigen mit einem thematischen Block zum Thema die rechtliche Situation für Klimaklagen. Aber davor würde ich Reimer einmal fragen, ob es Rückfragen zu diesen Inputs jetzt schon gegeben hat, die auch eine gewisse Dringlichkeit natürlich dadurch haben. Reimer. Ja,
Neben einigen Fragen, die sicher noch behandelt werden, werden im Laufe des Vortrages, haben wir eine Frage an Remo Klinger. Und zwar, ob Sie vielleicht die Möglichkeit zur Mehrgleisigkeit, die Sie genannt haben, erläutern könnten. Wie verhält es sich da mit Problemen örtlicher und sachlicher Zuständigkeit von Gerichten? Und wie kann das überwunden werden, sodass die Mehrgleisigkeit immer noch eine Möglichkeit bleibt? Ja, das ist natürlich richtig. Das kommt nur dann in Betracht, wenn ich die sachliche und örtliche Zuständigkeit eben für mehrere Gerichte habe. Zum Beispiel, weil ich ein Rechtsproblem habe, was sich in ganz Deutschland stellt oder an vielen Orten. Nehmen wir beispielsweise die Überschreitung von Nitratgrenzwerten mal vom Klima weg. Das haben wir sozusagen, da muss man nur auf die Karte gucken. Halb oder Dreiviertel Deutschland ist dunkelrot bei Nitratgrenzwertüberschreitungen. Da muss ich mir den Flussgebietseinheiten raussuchen und muss versuchen, irgendwie diese Belange vor Gericht zu bringen. Da kann ich natürlich dann schauen, wo gehe ich hin? Gehe ich nur zu einem einzigen Gericht, vielleicht das OVG Lüneburg, was grundsätzlich vielleicht konservativer ist als, sage ich mal, den VGH Mannheim, oder gehe ich vielleicht zu beiden Gerichten oder zu einem dritten noch, indem ich mir eben drei Fälle dieser Art baue. Das geht dann in deren Konstellation. Oder bei Luftgrenzwerten ist es natürlich ähnlich. Wir hatten die Luftgrenzwertüberschreitungen fast überall in Deutschland. Auch dort haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir natürlich an vielen Gerichten das anhängig machen konnten, was wir an Grundsatzfragen zu klären hatten. Und da empfiehlt es sich eben, wenn man so vorgehen kann, das hängt von den Einzelfallbesonderheiten ab, dann eben nicht nur mit einer Grundsatzfrage zu einem Gericht zu gehen. Das beschäftigt sich vielleicht erstmal jahrelang nicht damit und dann ändert sich wieder die Besetzung des Gerichts und da ist man von zu vielen Zufälligkeiten abhängig. Okay, vielen Dank. Noch eine Frage, die mir passend erscheint. Wie verhält es sich mit Einzelfällen? Sind die auch strategische Prozessführung tauglich sozusagen? Etwa bei einer Klage gegen eine konkrete Schweinemastanlage kann das dann trotzdem eine strategische Prozessführung begründen, wenn es nur um diese eine Anlage geht? Naja, das ist ja die Frage, was man darunter definiert, strategisch, nicht? Wenn ich jetzt nur einmal gegen eine Schweinemastanlage klage, würde ich das wohl, wenn ich darüber ein Buch schreiben würde, nicht unter Beispiele strategischer Prozessführung mit hineinnehmen. Das ist wohl doch sehr individuell. Aber wenn ich einen Umweltverband oder einen Tierschutzverband habe, der immer wieder überall, wo sich so eine Anlage rührt, dort juristische Mittel in Gang setzt, dann hat es wieder was Strategisches. So würde man wohl die Unterscheidung machen. Vielleicht, wenn ich da ergänzen kann, also gerade jetzt, wenn wir im Bereich Tierhaltung sind, da ist eine große Frage sozusagen, darf im Rahmen von Genehmigungsverfahren das Tierschutzrecht berücksichtigt werden? Oder geht es allein darum, wie viel emittiert wird an Emissionen, also was sozusagen die Nachbarschaft beeinträchtigt oder was an Nitraten auf den Boden aufgebracht wird oder in Gewässer? Sozusagen diese Frage ist bislang nicht entschieden, ist aber eine, die man natürlich sehr strategisch bei einem Gericht, was einem vielleicht eher fortschrittlich in dieser Hinsicht erscheint, anhängig machen könnte. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, dass das einmal entschieden wird, dann kann man natürlich für weitere Fälle darauf aufbauen. Also von daher, glaube ich, muss man immer sehr gucken, worum geht es. Geht es bei der Schweinehaltungsanlage nur um einen Nachbarn, dem es zu doll stinkt, um es auf den Punkt zu bringen, dann ist es sozusagen dieser eine Fall. Oder will ich damit erreichen, dass ich versuche, von der Massentierhaltung in Deutschland wegzukommen? Und dann stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Ja, vielen Dank, David. Dann würde ich an dich weitergeben. Die anderen Fragen sind nicht vergessen. Die kommen dann zum richtigen Zeitpunkt noch. Und ihr könnt auch gerne weiterhin fleißig Fragen stellen. Wir freuen uns sehr darüber. Und selbst wenn Sie jetzt in diesem Vortrag hier keine Rolle mehr spielen werden, werden Sie vielleicht trotzdem noch Antworten finden.
Jetzt würde ich überleiten zu den rechtlichen, zur rechtlichen Situation für Klimaklagen bzw. den rechtlichen Hintergründen. Und da ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Welche Arten von Klimaklagen kann man die irgendwie typisieren? Auf welchen Gebieten kann man klagen? Also welche Einteilung könnte man da treffen von unterschiedlichen Klimaklagen? Um mal ganz basic zu starten. Wer von Ihnen möchte antworten? Conny, möchtest du anfangen oder soll ich kurz anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also ich glaube letztlich, da fast unser gesamtes gesellschaftliches Tun eine Klimarelevanz hat, wird man auch letztlich kaum einen Bereich finden, wo man von vornherein sagen wird, der scheidet in Klimaklagehinsicht aus. Also eins hatte ich ja eben schon genannt, wenn man sich einzelne ganz konkrete Tätigkeiten anguckt, also zum Beispiel den Bergbau, was passiert eigentlich dort und wie kann ich dort vielleicht einen Fuß in die Tür bekommen? Das andere, was wir auch schon angesprochen hatten, zum Beispiel die Nitratproblematik, dahinter steckt natürlich eine Landwirtschaft, die in großem Umfang klimaschädlich ist, durch den Einsatz von Düngemitteln, durch Tierhaltung, die in großem Umfang Methanemissionen produziert. Und wenn ich sozusagen über diese Nitratproblematik, also das, was ja am Ende anfällt, ja, herangehe, dann kann ich aber selbstverständlich auch versuchen, an die Ursache heranzukommen. Und so wird sich das in anderen Bereichen auch stellen lassen. Also das heißt, ich glaube, die Unterscheidung ist sozusagen einmal das große Ganze. Klimaschutzgesetz, ist das ausreichend? Was ist mit den Sektoren? Gibt es Klimaschutzziele? Wenn ja, wie verbindlich sind die? Kann man das einklagen? Und das andere aber, was spielt eigentlich in den großen Bereichen, also Landwirtschaft, Verkehr, Energie, Gebäude, eine Rolle und wo gibt es dort Möglichkeiten anzusetzen im Hinblick auf besonders klimaschädliche Geschichten? Also das heißt, ich würde von meiner Seite aus eigentlich zunächst keinen Bereich grundsätzlich ausnehmen wollen und man kann vielleicht einmal so das große Ganze übergeordnete und dann aber konkrete Geschichten, wo es um wirklich Tätigkeiten vor Ort geht. Vielleicht kann man so eine erste Unterscheidung treffen und sich dem nähern. Ich habe mir gerade ein Tafelbild gemacht, aber das ist irgendwie schwer jetzt wahrscheinlich hochzuhalten, weil man es nicht lesen kann. Ich würde es in zwei Bereiche untergliedern. Der eine Bereich sind die Klagen, die sich auf unzureichendes Klimaschutzrecht eben beziehen oder auf unzureichende Klimaschutzmaßnahmen, die die Politik bisher ergriffen hat. Und der zweite Bereich ist der Vollzug des bestehenden Rechts, was natürlich sehr wesentlich ist und eigentlich noch viel mehr Raum einnimmt. Der erste Bereich, wie gesagt, diese unzureichenden, sozusagen die unzureichenden Maßnahmenklagen, nenne ich es mal, das sind eigentlich die, ich meine auch so die Posterklagen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen. Für die stehen meines Erachtens drei Klagen so pars pro toto. Das eine ist die Greenpeace-Klage, die vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die Bundesregierung geführt worden ist und im Oktober 2019 abgewiesen wurde. Das zweite ist der People's Climate Case beim Europäischen Gerichtshof, der in erster Instanz abgewiesen wurde vom EuG und jetzt beim EuGH ist. Ja, ich würde dem auch nicht so eine hohe Lebenserwartung zumessen wollen, diesem Fall. Und das dritte sind die drei Verfassungsbeschwerden oder vier Verfassungsbeschwerden, die gerade beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind, durch eben BUND und Co., Felix Eckert, dann Luisa Neubauer und andere, Roda Verheyen und dann die 10 Bangladeschis und Fridays for Future, die von mir vertreten werden. Sagen, das sind die Verfahren, die eben ganz konkret auf unzureichende Maßnahmen eben setzen. Ich würde sagen, dass wenn was zu holen ist, dann habe ich immer gemeint, eher beim Bundesverfassungsgericht. Der EuGH wird, glaube ich, nicht von seiner Plaumann-Formel abrücken, deswegen kommt man da, glaube ich, mit der Klagebefugnis nicht weiter. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Die verwaltungsgerichtliche Klage Greenpeace ist ja schon abgewiesen worden und rechtskräftig und dann bleibt nur noch Bundesverfassungsgericht. Das ist eine wesentliche große Gruppe, stehen sehr in der Öffentlichkeit, sind sehr prominent, die Klagen. Meines Erachtens aber sind sie
zwar wichtig, aber sagen Sie, haben vielleicht gar nicht die Wirkung, wie es die andere Gruppe hat. Nämlich die bezieht sich auf sehr manchmal kleinteiliges, aber sehr, sehr relevantes Vollzug bestehenden Rechts. Und da haben wir wieder zwei Schenkel in der Gruppe. Das eine ist eben das ganze öffentliche Recht. Da hat Cornelia Ziem gerade schon eben viele gute Beispiele für genannt. Das sind aber auch Verfahren zur rechtlichen Wirksammachung, Geltendmachung der Regelungen des Bundesklimaschutzgesetzes. Das Bundesklimaschutzgesetz ist erlassen worden im letzten Dezember. Die spannende Frage, über die wir nachher noch zu sprechen kommen können, ist, bietet es überhaupt Rechtspositionen von Dritten? Das Gesetz selbst will ja meinen, sie bestünden gar nicht, dann hätte sich daran gar nichts geändert. Aber natürlich, die Fragen sind sehr interessant und sehr wichtig und müssen vor den Gerichten beantwortet werden. Und die zweite Gruppe neben dem öffentlichen Recht ist dann wieder unser Zivilrecht. Auch dort gibt es ja Verfahren. Dort das prominenteste Beispiel ist das Verfahren von Zoel Liuya vor dem Oberlandesgericht Halle, Hamm, vertreten durch Roda Verheyen, wo es um den Schadensersatz des peruanischen Bauern für den abschmelzenden Gletscher, der das Dorf vernichtet oder zerstört, jedenfalls stark, und die dadurch entstehenden Kosten für Schutzmaßnahmen gegen RWE geht. Auch ein sehr spannender Fall, wo man sehr intensiv darüber diskutieren kann. Ich habe in meinen Prognosen jedenfalls schon mal falsch gelegen, dass das OLG Hamm nicht die Beweisaufnahme zulassen wird, aber das hat es gemacht und ist jetzt wohl, glaube ich, immer noch dabei. Und das ist natürlich schon mal sehr erfreulich an diesem Verfahren. Also deswegen würde ich so zwei Gruppen, also die unzureichende Klimaschutzpolitik, klagen und die viel größere Gruppe, aber nicht so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit vielleicht sonst stehende Klage des Vollzug bestehenden Rechts und dort das öffentliche Recht, was ein riesengroßer, sozusagen, da fallen einen ständig Ideen ein, was man da alles machen kann. Und dann natürlich aber auch das Zivilrecht, wie zum Beispiel die Klage des peruanischen Bauern. Aber das kann noch viel weitergehen. Nehmen Sie das Wettbewerbsrecht. Wenn man, ständig haben wir überall Werbungen von Unternehmen, die jetzt die super Unternehmen für den Klimaschutz sind. Die sind alle toll geworden mittlerweile und werben ganz kräftig damit. Und wenn man mal nachbohrt und schaut, dann sind es nicht selten Greenwashing-Versprechen. Das ist natürlich wettbewerbsrechtlich relevant schon wieder und das ist auch ein Klimaschutzbereich. Auch da muss man eben sich anschauen, was geht und was geht nicht. Und deswegen sozusagen kommen wir tatsächlich in alle möglichen Rechtsgebiete und können gar nicht sagen, wer jetzt sozusagen guter Verwaltungsrechtler ist, der ist dann guter Klimaschutzrechtler. Das ist viel zu bunt, das Bild. Ich würde vielleicht gerne noch eine große Klimaklage ergänzen, damit wir es einfach mal genannt haben. Das haben wahrscheinlich viele auch mitbekommen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat ja diese Woche eine Klage von mehreren Jugendlichen aus Portugal zugelassen. Und zwar verklagen die eigentlich sämtliche Staaten der Europäischen Union plus Ukraine, Türkei, Norwegen, glaube ich. Und anders waren die verheerenden Waldbrände, die es letztes Jahr in Portugal gab. Und das wissen wir alle, die sozusagen in ihrer Heftigkeit, in ihrer Häufigkeit einfach durch den Klimawandel hervorgerufen werden. Und das Spannende daran ist, dass eigentlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erst Sachen annimmt, also zulässt bei sich, wenn der nationale Rechtsweg erschöpft ist. Und in diesem Fall haben sie gesagt, die Sache sei so dringlich, dass auch ohne nationale Rechtswegserschöpfung die Sache angenommen wird. Das heißt natürlich noch nichts, wie das jetzt entschieden wird. Aber das ist sozusagen nur jetzt als Ergänzung zu den großen Klimaklagen, die aktuell laufen, vielleicht eine neue, aktuelle, spannende Entwicklung, die so ein bisschen von der Seite reinkommt. Natürlich stellen sich da Fragen, sozusagen, welche Verbindlichkeit oder was aus Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte folgt. Das ist natürlich anders als beim EuGH. Gleichwohl, glaube ich, gehört es in diese Liste, über die man auch gut diskutieren kann und die mindestens jetzt erstmal auch für ein bisschen Unruhe sorgen wird. Und die jeweiligen Regierungen der Länder sind jetzt aufgefordert worden, Stellung zu nehmen. Ja, das ist sehr interessant. Danke auch für diesen aktuellen Fall noch. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, Sie haben auch vorher noch die Rechtsfortbildung als wichtiges Instrument
angesprochen. In welchem Bereich würden Sie das jetzt typisieren? Eher so in das große Ganze oder in die Einzelfälle, die dann auf der Durchsetzung des bestehenden Rechts fußen? Oder ist es quasi nochmal eine dritte Gruppe? Da ich diese Gruppen genannt habe, glaube ich, bin ich angesprochen. Ich würde das nicht spezifizieren auf irgendeine Gruppe. Rechtsfortbildung kann in jedem dieser Bereiche geschehen. Ja. Wenn Cornelia Ziem eben die Frage der Tierschutzrechte eben denn dort mit angesprochen hat, dann kann es in diesem Verfahren, ist auch eine Rechtsfortbildung, wenn das dort zukünftig berücksichtigt wird, genau wie in anderen Verfahren. Wir haben immer, Rechtsfortbildung heißt ja nur, dass wir eine neue Grundsatzfrage aufgeworfen und geklärt haben, die bisher in anderen Verfahren sozusagen anders beantwortet wurde oder gar nicht gestellt war. Insofern ist das eher ein übergeordnetes Thema. Okay, ja. Also würde ich auch absolut unterstützen. Ich würde auch nur noch mal einen Punkt sagen, ist Rechtsfortbildung heißt ja durchaus auch, wie sind Rechtsbegriffe in ihrer jeweiligen Zeit auszulegen. Also nehmen wir den sowieso schwammigen Begriff der Nachhaltigkeit, der in dem einen oder anderen Gesetz mal auftaucht. Nachhaltigkeit, das hieß früher was anderes, als es meines Erachtens heute in Zeiten des Klimawandels heißt. Ja, also auch das ist ja eine Form von Rechtsfortbildung. Das heißt, da kann man keine Grenze ziehen, die findet letztlich überall statt. Also auch im Sinne von dynamischer Auslegung und Interpretation bestehender möglicherweise sogar alter oder älterer Gesetze, die aber natürlich nicht so in ihrer Anwendung verhaftet bleiben können, wie das vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Ja, also es ist ein sehr breites Feld, in dem man rechtlich fürs Klima eintreten kann. In welchen Bereichen würden Sie sich da jetzt selbst verorten? Lesen Sie sich dann in den entsprechenden Gebieten für jeden Fall neu ein oder nehmen Sie generell nur spezielle Fälle an? Nee, also wir beide sind ja Verwaltungsrechtler. Insofern sind wir jetzt schon vornehmlich im öffentlichen Recht unterwegs, was natürlich einen sehr relevanten Teil des Klimaschutzrechts ausmacht. Es ist auch nicht so, dass die Fälle nur an uns herangetragen werden und dann sind wir quasi die rechtlichen Maschinen, die das irgendwie so umsetzen, sondern wir sind ja sehr häufig da, oder man muss es anders sagen, die viele Verfahren, die im Klimaschutzrecht eine Rolle spielen, werden durch NGOs, durch Umweltschutzverbände eben vor Gericht gebracht und auch sehr oft können nur die es tun. In vielen Verfahren fehlt es ansonsten an der Klagebefugnis. Deswegen haben wir dort mit dem Umweltrechtsgesetz, wie schon von Cornelia genannt, eben natürlich sehr weitgehende Möglichkeiten mittlerweile, die aber nur oder im Wesentlichen nur, gibt andere Fälle, von Verbänden genutzt werden können. Und da stehen wir natürlich im regelmäßigen, ständigen Austausch mit den Verbänden, um Ideen zu entwickeln, welche Rechtsfragen man tatsächlich klären kann und klären sollte. Also es ist eher so, dass wir mit Teil des Case-Building sind, eben um entsprechende Rechtsfragen herauszuarbeiten, weil wir den rechtlichen Überblick haben über das, was existiert die Verbände eben den tatsächlichen Überblick haben über das, was tatsächlich im Argen liegt. Und das zusammenzubringen, erfordert erstmal schon von vornherein die Zusammenarbeit. Wenn der Mandant nur kommt und sich was denkt, nutzt das wenig, sondern das muss man von vornherein schon eigentlich zusammenstricken und so läuft die Zusammenarbeit auch schon häufig. Nicht immer, aber häufig. Ja. Wie sieht es denn konkret aus, wenn Sie sich überlegen, welche rechtlichen Instrumente geeignet wären, um einen Fortschritt für das Klima zu bekommen? Lesen Sie die Zeitschrift und sehen ein Problem und dann denken Sie sich, da starten wir eine Klage zu? Oder forschen Sie und schauen, wo man da was machen kann. Das würde mich sehr interessieren. Cornelia, wie machst du das? Sollen wir jetzt unsere Berufsgeheimnisse hier ausplaudern? Also ich lese die Zeitung und dann steht auf Seite 2 was an der Maitas. Nee. Ja, genau. Also welche liest du? Kicker. genau. Das dachte ich mir. Ich glaube, da kann man keine sozusagen fixe Antwort geben, die allgemein gültig ist. Aber die Medien spielen natürlich eine Rolle. Aber
Es geht ja auch nicht gleich im ersten Schritt um eine Klage, sondern man muss natürlich auch Sachen vorbereiten. Vielleicht sage ich mal jetzt ein Beispiel aus meiner aktuellen Tätigkeit. An der deutschen Nordseeküste sind ja mehrere LNG-Terminals geplant, die sozusagen für den Aufbau einer neuen Gasinfrastruktur in Deutschland sorgen sollen. Das heißt also, es sollen fossile Energieträger weiter nach Deutschland importiert werden, vorzugsweise auch Fracking-Gas aus den USA. Dagegen wurde von meinem Mandanten, das ist ja auch bekannt, von der Deutschen Umwelthilfe in dem Fall, sehr fundiert immer vorgetragen, das brauchen wir nicht, wir müssen kein Gas importieren, wir haben genug und so weiter, sozusagen diese ganze tatsächliche Geschichte. Und mir fiel dann irgendwann mal auf bei Brunsbüttel, dass sozusagen da doch eine hochbrisante Gemengelage ist, weil unmittelbar nebenan befinden sich zwei atomare Anlagen. Und so haben wir sozusagen geguckt, was gibt es dort eigentlich? Und man kommt dann sehr schnell auf das Störfallrecht. Also das heißt sozusagen die Frage, brauchen wir eigentlich noch Importgas in Deutschland? Dürfen wir überhaupt noch fossile Infrastrukturen oder Infrastrukturen für fossile Energieträger aufbauen in der Zeit, die über Jahrzehnte dann ja betrieben werden sollen, haben wir eigentlich sehr elegant verbunden damit, dass dort rechtliche Fragestellungen auftreten, die, also Störfallrecht hat erstmal wenig mit Klimaschutz zu tun, aber hier natürlich ein großes Einfallstor sein können, um sozusagen gegen diese Terminals vorzugehen. Das passiert gerade auf der planerischen Ebene, was dazu geführt hat, dass die Terminals, oder jedenfalls das eine, nicht bis Ende dieses Jahres in Betrieb geht und noch nicht mal ansatzweise ein Genehmigungsverfahren im Raum steht, obwohl das längst beabsichtigt war. Also das ist vielleicht so ein Beispiel, auch kreativ an irgendwas ranzugehen und wieder von der Seitenauslinie zu kommen, in diesem Fall Störfallrecht, um damit aber zu versuchen, auf klimarelevante Entscheidungen maßgeblichen Einfluss zu nehmen. Ja, also zu behaupten, dass wir oder ich den ganzen oder den großen oder andersrum, zu behaupten, dass wir ganz strukturell irgendwie da vorgehen und da irgendwie so ein Muster folgen würden, wie man dann so Fälle entwickelt und Ideen hat, das wäre, glaube ich, übertrieben. Also sozusagen dafür hat man auch viel zu tun. Es ist eher so, dass eigentlich so der Gedanke, welche Sachen liegen im Argen und könnten noch befördert werden, eigentlich fast immer wie so ein Nebenradar immer so ein bisschen so mitläuft und dann in der Beschäftigung mit den Dingen und dem schon auch im Lesen von Fachzeitschriften und was auch immer, im Lesen von Urteilen, vor allen Dingen muss ich sagen, im Lesen von Urteilen des EuGH, um da mal kurz abzuschweifen, das sage ich meinen Referendaren auch immer, dass sie lieber drei EuGH-Entscheidungen zu slowakischen oder bulgarischen Fällen lesen sollen, die im Umweltschutzrecht relevant sind, als irgendwie noch so viele VGH- und Bundesverwaltungsgerichtsentscheidungen, weil da möglicherweise wirklich ganz neue Sachen noch anklingen, weil beim EuGH oft eben viel spannendere Dinge schon noch laufen. Also sagen, das ist eher so ein ständiges Radar, was so mitläuft, wo man so dann das Spielgerät ja so kennt, was man hat, und dann kommt man auf Ideen oder dann fällt man plötzlich auch auf Sachen, stößt auf Sachen, wo man sagt, kann ja wohl nicht wahr sein. Ganz praktisches Beispiel, Klage vor 5 Minuten vor Beginn dieses Seminars unterschrieben. Das Klimaschutzgesetz Nordrhein-Westfalen enthält eine Regelung, dessen Klimaschutzplan für Nordrhein-Westfalen aufzustellen ist und der ist alle 5 Jahre vorzuschreiben. Diese 5 Jahre sind schon längst abgelaufen. Es gibt keinen neuen Klimaschutzplan, weil die Landesregierung CDU, FDP dort gesagt hat, das ist ein bürokratisches Monster, sowas brauchen wir nicht, wir werden das ersetzen durch etwas, einen irgendwie technischen Audit und irgendwie sowas, näher haben sie es nicht konkretisiert. Jetzt gibt es die Landesregierung schon seit über 2 Jahren, glaube ich, und es hat sich nichts geändert. Es hat sich auch das Gesetz nicht geändert. Es steht einfach weiter so drin. Der Klimaschutzplan ist vorzuschreiben. Habe ich im Oktober die Landesregierung angeschrieben, den FDP-Wirtschaftsminister, der dafür zuständig ist. Wo ist euer neuer Klimaschutzplan? Oder wollt ihr zumindest das Gesetz ändern? Kommt keine Antwort. Da machen wir natürlich eine Klage, weil sozusagen dann müssen sie sich, es kann ja nicht sein, dass wir rechtsrechtliche Zustände haben, wo das Gesetz offensichtlich missachtet wird, aber die Regierung sich auch nicht rechtfertigen muss, dass sie jetzt was Tolles, Neues, Schöneres machen will, aber es auch nicht macht. Insofern machen wir da die Klage, die ist gerade rausgegangen, solche Sachen. Oder eben, wenn man sich anschaut, wo kommen denn
häufig die Quecksilberüberschreitungen bei uns in den Gewässern her. Die kommen natürlich vornehmlich von Kohlekraftwerken, auch aus den Einträgen. Und solche Sachen muss man natürlich auch fragen. Wie kommt man dann rechtlich daran, dass diese Quecksilberüberschreitungen, die wir dort haben, dann eben zu beheben sind? Wie geht man vor? Wer kann vorgehen? Gegen wen geht man vor? Beschränkt man sich auf bestimmte Flussgebietseinheiten? Solche Fragen stellen sich dann. Also man entdeckt ein tatsächliches Problem und beginnt dann mit relativ komplexen Fragen, das rechtlich auseinanderzunehmen, wer wie wo was machen kann. Gibt es ein Klagerecht zum Beispiel? Also auch bei der relativ simplen, im Sachverhalt ja simplen Klage, wie ich sie gerade präsentiert habe, wegen des Klimaschutzplans in Nordrhein-Westfalen. Wer hat ein Klagerecht? Eine natürliche Person, Sie und ich? Wahrscheinlich nicht. Subjektive Betroffenheit, 42.2 VWGO, schwierig zu begründen, um nicht zu sagen ausgeschlossen. Also ein Verband, so selbstverständlich ist es auch nicht. Gibt es nur, wenn eben es ein Plan oder Programm ist, für den eine strategische Umweltprüfung erforderlich ist. Ist das erforderlich bei der Fortschreibung eines Klimaschutzplans? Dann, wenn sie einen Rahmen setzt für andere UVP-relevante Vorhaben, da wird es dann schon wieder, da kommen wir ziemlich in Verästelungen. Also es klingt manchmal so relativ leicht nach dem Motto, da klagen wir, aber wenn man dann in die Details reingeht, muss man sich so einen Weg finden dadurch. Und das ist aber das Schöne, was uns zumindest großen Spaß macht, diese Wege zu finden, denn von dem Argument aufs nächste zu kommen und dahin zu kommen und dann doch und dann vor sich diesen Weg, diese Straße zu sehen, wie diese Klage eigentlich zum Erfolg führen muss, es sei denn, irgendein Gericht sieht mittendrin einen dicken Krater, den man hier sehen hat. Das kann natürlich auch sein. Aber glücklicherweise ist es nicht so oft passiert bisher. Ja, wo Sie gerade den Weg ansprechen, der hat sich ja in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, sehr stark verändert immer wieder. Noch beim Robbenurteil war es ja fast gar nicht möglich, das bestehende Recht durchzusetzen. Und deswegen, was auch schon von Ihnen angesprochen wurde, das Umweltrechtsbehelfsgesetz, was Teile der Aarhus-Konvention umgesetzt hatte, darauf würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Können Sie uns vielleicht erklären, was das geändert hat und was die Konsequenzen für die Klimaklagen im Speziellen jetzt daraus sind und nicht nur die allgemeinen Umweltklagen? Conny, möchtest du anfangen? Kann ich machen. Also erstmal ist es eher so, dass sozusagen das Verbandsklagerecht immer, oder nein, ich komme noch mal kurz auf die Robbenklage, ja, weil das vielleicht auch so ein bisschen zeigt, wie die Entwicklung gelaufen ist. Das ist abgewiesen worden, das ist so. Gleichzeitig hat das dazu geführt, dass wir eine große oder eine verhältnismäßig für die damalige Zeit große Diskussion über Verbandsklagemöglichkeiten bekommen haben in Deutschland. Und das ist dann weitergetragen worden und dann gab es noch die Aarhus-Konvention und dann gab es Impacts aus den USA und dann gab es die EU. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt das Umweltrechtsbehelfsgesetz haben in seiner, wie ich finde, immer noch nicht europarechts überall konformen Art und Weise, aber immerhin. Und dort gab es einfach eine sukzessive Ausweitung. Und Remo Klinger hat ja vorhin zum Beispiel angesprochen, ein großer Bereich der Klimaklagen sind auch die vielen Vollzugsdefizite, die wir haben. Also wir haben ja zum Teil natürlich unzureichende Gesetze, aber wir haben zum Teil auch Umweltgesetze, die gar nicht so schlecht sind. Sie werden aber nicht vollzogen oder schlecht vollzogen. Und mit dem Umweltrechtsbehelfsgesetz, das ist ausgedehnt worden, dass es Umweltverbänden auch möglich ist, Überwachungsmaßnahmen oder Kontrollmaßnahmen der Verwaltung einzufordern, also einzuklagen. Etwas, was früher eigentlich nicht denkbar war. Da war das Klassische, es gibt eine Genehmigung und dagegen klagt man und wenn man Glück hat, gewinnt man oder es gibt eine zusätzliche Nebenbestimmung oder die Klage wird abgewiesen. Und das kann natürlich heute alles so auch noch passieren. Aber wenn bestimmte Regelungen einer Genehmigung nicht umgesetzt werden nachher in der Praxis, dann kann ich auch mit einer Verbandsklage dagegen vorgehen, als ein Beispiel. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt bei diesen Vollzugsdefiziten. Remo Klinger hat ja eben schon Nordrhein-Westfalen angesprochen. Das ist jetzt vielleicht nicht etwas, was genau zu dem gehört, was ich eben angesprochen habe, aber zeigt halt auch die Vollzugsdefizite, die auf der administrativen Ebene bestehen, und zwar allenthalben.
Und da bietet es sich an, zu gucken, was müsste eigentlich die Verwaltung tun, was tut sie nicht und kann man das gegebenenfalls einklagen. Also das ist ein Beispiel dafür, wie sich das ausgeweitet hat. Plus natürlich, dass jetzt SOP-pflichtige Pläne zur Überprüfung gestellt werden können, auch nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz, dass vor allen Dingen auch umweltverträglichkeitsprüfungspflichtige Vorhaben zur Überprüfung gestellt werden können. Und zwar letztlich auch in ihrer Gesamtheit. Und da gibt es jetzt einen viel, viel größeren Bereich, in dem man andocken kann. Nochmal zurück, früher war Verbandsklage wirklich darauf ausgerichtet, letztlich nur dagegen vorzugehen, wenn eine Behörde eine Befreiung oder Ausnahme nach dem Bundesnaturschutzgesetz erteilt hat, wenn irgendwas in Naturschutzgebieten erfolgen sollte. Das ist sozusagen sowas von Schnee von gestern. Wir sind also viel, viel, viel weiter in dem, was heute möglich ist. Wir können im Prinzip alles, nicht alles, aber viel einklagen. Erforderlich ist, dass es um sogenannte umweltbezogene Vorschriften geht. Und da ist, glaube ich, auch das, was du, Remo, gesagt hast, ganz entscheidend, dass der EuGH uns da sehr hilft, weil diese umweltbezogenen Vorschriften, die sind auch immer weiter ausgedehnt worden. Was das also ist, dass es eben zum Beispiel nicht nur klassisches Umweltrecht ist, sondern dass es auch Vorschriften des Verkehrsrechts sein können oder sonstige Geschichten. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch die Verwaltung in Deutschland lange Zeit gar nicht so auf dem Plan hatte, wo wir eine unheimliche Ausweitung unseres Betätigungsfeldes und der Verbände einfach zu verzeichnen haben. Ich fange mal mit einer Geschichte nochmal an, eine kleine zur Robbenklage damals und dann auch noch zum Umweltrechtsbehelfsgesetz noch eine Anmerkung. Robbenklage war ja vielleicht für die, die es nicht wissen, sind ja viele, haben wir mal beim Alter gesehen, etwas jünger dabei. Es ging um die Dünnsäureverklappung in der Nordsee und das Sterben der Robben dort. Und wer konnte dagegen klagen? Also wer hat eine Klagebefugnis? Und dann sind Anwälte, unter anderem eine Kanzlei aus Hamburg, unter anderem aber auch mein Seniorpartner Rainer Gollen, auf die Idee gekommen, eine Klage für die Robben in Geschäftsführung ohne Auftrag zu erheben. Simon kennt das aus dem BGB so ein bisschen. Und die wurde dann tatsächlich abgewiesen. Und mein damaliger Ur-Senior-Partner Otto Schilly hier im Büro hat in seiner defätistischen Art und Weise dann erzählt, naja, dann haben wohl die Robben die Vollmacht nicht unterschreiben können von dir hier. Und sozusagen, das war der Stand damals, mit dem hatte man zu tun. Und insofern war das sozusagen eigentlich eine Klage, die konnte man eigentlich nur verlieren. Deswegen ist mein Mantra am Anfang, erfolgreiche Klagen nur zu erheben, vielleicht etwas zu revidieren an der Stelle, weil sie ein großes Defizit deutlich gemacht hat. Und insofern war sie eine berühmte Klage, die eigentlich von vornherein klar war, wohl, dass man sie verliert, aber die Politik auf den Weg gebracht hat, dann andere Mittel eben zu verabschieden, die dann eben zu den Klagerechten im Umweltbereich für die Verbände führten, die vor allen Dingen durch den völkerrechtlichen Vertrag der Aarhus-Konvention gepusht worden sind. Deutschland war da mal wieder eines der Länder, die das in besonderer Weise hintertrieben haben, was die Umsetzung angeht. Es bedurfte erst, glaube ich, 4 Verurteilungen des EuGH, um dort Deutschland auf den Weg zu bringen, halbwegs auf den Weg zu bringen. Ein grundlegendes Urteil war dann noch zum Luftreinhalteplan Darmstadt. Das hatte ich vertreten, dass eben das deutlich zu erweitern ist, auch für sonstige Umweltrechtsverstöße. Und dann ist das Umweltrechtsbehelfsgesetz 2017 das letzte Mal novelliert worden. Aber muss man sagen, auch wiederum im Wesentlichen nur für SUP und UVP relevante Vorhaben. Also die sagen, das allgemeine Umweltschutzrecht, was in der Aarhus-Konvention im Artikel 9 drinsteht, ist auch immer noch nicht Gegenstand. Und zum Beispiel sämtlichen Genehmigungsverfahren für Personenkraftwagen, für Autos, sollen alle nicht runterfallen, weil ich in den Akten des Bundesumweltministeriums gefunden habe, einen Brief des Staatssekretärs im Verkehrsministerium mit der ausdrücklichen Bitte, den Bereich doch bitte rauszunehmen aus dem Gesetz. Das hat doch damit nichts zu suchen. Die deutsche Automobilindustrie sollte da doch bitte geschont bleiben. Das liegt derzeit beim EuGH, weil das VG Schleswig das schon als rechtswidrig angesehen hat. Die Europäische Kommission hat auch schon gesagt, dass das so rechtswidrig ist und der Klagebereich dort wieder zu erweitern ist. Und der EuGH wird das
in der nächsten Zeit entscheiden. Da gehe ich fest davon aus, dass es noch mal erweitert wird. Also da bietet uns eben das Unionsrecht sehr weitgehenden Schutz und Möglichkeiten, die wir sonst in Deutschland von deutschen Umweltschutzpolitikern bisher so nie gehabt hätten. Es gibt ja im Unionsrecht auch teilweise die Möglichkeit, dass es direkt anwendbar ist, wenn es nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird. Ist das in dem Fall nicht auch eine Möglichkeit? Da gibt es eben Entscheidungen des EuGH zum sogenannten Fall slowakischer Braunbär, wo er gesagt hat, dass die Artikel 9 Absatz 3 der AUS-Konvention nicht unmittelbar anwendbar ist. Sozusagen, da ist es schon geklärt worden. Er hätte da stehen bleiben können. Und dann hat er einen Satz reingeschrieben, der für uns sehr wertvoll war, indem er gesagt hat, ja, aber trotzdem haben die nationalen Gerichte das nationale Recht so weit auszulegen, um es einer Umweltschutzorganisation zu ermöglichen, gegen jede Verletzung des Umweltrechts vorzugehen. Und auf der Basis haben wir dann viele Verfahren geführt, weil wir haben dann gesagt, okay, dann legen wir jetzt mal unser nationales Recht aus. Und dann war immer die Frage, legen wir es jetzt noch aus oder agieren wir schon kontra Wortlaut, genau. Und dann hat das Bundesverwaltungsgericht in der Luft-Reinhardt-Plan-Darmstadt-Entscheidung gesagt, nee, man kann den 42.2 VWGO so auslegen, dass die Verbände eine prokuratorische Rechtsstellung bekommen für diejenigen, die nicht klagen können oder klagen wollen. Das war, fand ich, revolutionär, was sie da gemacht haben und haben mit dieser prokuratorischen Rechtsstellung das Verbandsklagerecht deutlich erweitert. Und das hat der Gesetzgeber dann aufgegriffen und hat es teilweise, wie gesagt, immer noch unzureichend, ins Umweltrechtsgesetz überführt. Interessant. Ich würde jetzt noch einmal Jaime fragen, ob es Rückfragen aus dem Publikum gibt, die zu den jetzt gesagten Themen passen. Ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt auch einiges zur EU-Ebene gehört. Es gibt aber mehrere Fragen, die Fragen nach der Relevanz des Völkerrechts in ihrer anwältlichen Praxis. Es gibt auch einige Personen, die wollen wissen, inwiefern auch mit Menschenrechten und EMRK argumentiert werden kann in ihrer Praxis und inwiefern andere Instanzen auch ein effektives Mittel bieten, wie zum Beispiel das Aarhus Compliance Committee und ähnliche, ob die auch im Mittelpunkt stehen bei Ihnen. Soll ich anfangen, Remo? Gern. Also solche anderen Instanzen stehen jedenfalls bei mir nicht im Mittelpunkt, aber selbstverständlich spielen sie eine Rolle, wie auch das Völkerrecht immer wieder eine Rolle spielt. Wir haben da natürlich aber auch die Besonderheit, dass viele der völkerrechtlichen Verträge ins Unionsrecht übernommen worden sind. Das heißt also, dadurch nochmal auch eine andere Verbindlichkeit bekommen haben, im Hinblick darauf, dass der EuGH dann auch direkt gegebenenfalls Sanktionen verhängen könnte. Aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, also Aarhus-Konvention ist selbstverständlich ein völkerrechtliches Instrument, was absolut große Bedeutung hat und auch dort dann die Auslegung des Compliance-Komitee zu bestimmten Vorschriften, also jedenfalls ist das in meiner Praxis von Bedeutung. Genauso ist zum Beispiel von Bedeutung die ESPO-Konvention über grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung, die zwischenzeitlich natürlich auch ins Unionsrecht übernommen worden ist, gleichzeitig aber auch völkerrechtlich bindende Wirkung natürlich entfaltet. Und um sozusagen wieder auf den Anfang zurückzukommen, den wir ja hatten, also große Klimaklagen, das Abkommen von Paris hat natürlich eine große Bedeutung, gerade im Hinblick darauf, was heißt das eigentlich? Sind die Ziele des Paris-Abkommens eigentlich unmittelbar verbindlich? Nicht vielleicht in dem Sinne, dass man sie einklagen kann, aber im Sinne darauf, was muss die Bundesregierung eigentlich tun, um von deutscher Seite aus den Beitrag zu leisten, damit diese Ziele, also das 2-Grad-Ziel beziehungsweise 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. Also das sind so ein paar Beispiele, wo, glaube ich, sehr deutlich wird, dass Völkerrecht auch eine große Bedeutung hat, begleitet von unionsrechtlichen Auslegungen und Umsetzungen.
Ja, und vielleicht noch ein letztes Beispiel, natürlich, was auch im Schifffahrtsbereich eine Rolle spielt. Da ist das Völkerrecht natürlich immer noch ganz weit vorne. Also das heißt zum Beispiel OSPAR-Abkommen oder das Helsinki-Abkommen für die Ostsee und das andere für die Nordsee. Da haben wir wenig Regelungen von EU-Ebene, wo aber diese Abkommen auch eine Rolle spielen. Das betrifft jetzt eher Auswirkungen auf die Meeresumwelt, aber natürlich geht es da letztlich auch immer wieder darum, wie ist die Schifffahrt ausgestaltet und was heißt das auch für den Klimawandel. So viel vielleicht erstmal von mir. Ja, von meiner Seite, ja, doch, natürlich. Also in den größeren Verfahren, also ich, jetzt zum Beispiel die Verfassungsbeschwerden für die 10 Bangladeschis und Nepalis und Fridays for Future von Bundesverfassungssicht, nutzen wir das Völkerrecht natürlich als Auslegungshilfe und als Maßstab. Also das Pariser Abkommen ist natürlich ein wesentlicher Maßstab für die Bestimmung dessen, was wir Mindestschutzniveau nennen. Was ist das Niveau an Treibhausgasreduzierungen, welches Deutschland erreichen muss? Und da stellen wir natürlich dann sehr stark eben auf diese internationalen Konventionen, vor allen Dingen das Pariser Abkommen, natürlich ab. Das Problem im Völkerrecht ist natürlich grundsätzlich, dass es nicht unmittelbar sozusagen ist nicht unmittelbar anwendbar. Self-executing, es ist nicht unmittelbar anwendbar für uns. Es muss erstmal umgesetzt werden in deutsche Rechtsvorschriften oder wir nehmen es eben im Wege der völkerrechtskonformen Auslegung als Auslegungsmaßstab für das, was wir haben. Dafür ist es da. Bei der EMRK nehme ich auch immer mehr gern mit rein, aber mehr so für eine lange Fußnote, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe nicht den Eindruck, dass da sozusagen die deutsche Gerichtsbarkeit so ganz, ganz, ganz überzeugt von wird, wenn man mit dem EGMR immer nur kommt an diesen Stellen, zumal ja die, sag ich mal, so die menschenrechtlichen Verpflichtungen jetzt nicht so ganz wesentlich mehr geben, als uns das Grundgesetz gibt. Wir haben ja auch da nicht ein Grundrecht auf Umweltschutz. Da können wir auch schon mal kommen, warum haben wir kein Grundrecht auf Umweltschutz? Welchen Wert hat der Umweltschutz eigentlich in unserer Verfassungsordnung? Alles nicht so leicht bisher. Also deswegen nehme ich rein, aber nicht sagen eher als und im Übrigen hat auch und bestätigt dadurch, so mit dem Argument. Aus Compliance Committee finde ich immer gut, habe ich auch schon mehrere Beschwerden hingeschrieben. Mein Eindruck ist, sie wirken schon. Beim letzten Mal, als das Compliance Committee ja Deutschland in Anführungszeichen verurteilt hat, gab es ja großen Aufschrei fast in der deutschen Politik. Da gab es ja sogar aus Stimmen der CDU, wie ich noch weiß, die aus der Auskonvention austreten wollten, weil dann das Klagerecht der Verbände zu weit ginge. Das hat man dann doch nicht gemacht, weil man sich vielleicht nicht den Vorwurf ausgesetzt sehen wollte. Man tritt aus der Konvention aus, wo Länder wie Kasachstan und Kirgisistan und so weiter dort drin sind und die damit offenbar kein Problem haben, aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Also das nutze ich immer gern, auch wenn das sozusagen mehr ein ergänzendes Mittel ist, wenn dort noch Möglichkeiten bestehen. Und noch eine Frage aus dem Publikum. Was ist denn für Sie das größte Defizit des Klima- und Umweltschutzrechts von den rechtlichen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen? Wo würden Sie sagen, dass es da die größeren oder schlimmeren Lücken bestehen, sozusagen? Kann ich mal kurz, Conny? Bitte, bitte. Ja, finde ich nämlich ganz klar, das liegt mir sowas, sondern es brennt mir auf der Seele. Das größte Defizit ist das Mindestschutzniveau, was unser deutsches Recht sich gesetzt hat, nämlich im Klimaschutzgesetz, genügt nicht dem, was den ökologischen Notwendigkeiten entspricht. Wir wollen nicht, dass Deutschland die Welt rettet, ist doch klar. Und Deutschland kann auch nicht die Welt retten. Aber Deutschland muss den Anteil, den es selbst dazu beiträgt, aufgrund seiner Wirtschaftskraft und aufgrund seiner Bevölkerungszahl, den es an den Treibhausgasen beiträgt, eben muss es reduzieren, muss es verringern und muss dann aber auch in einem Maße verringern, wie es diesen sozusagen den ökologischen Notwendigkeiten entspricht. Und das machen wir eben nicht. Wenn wir uns vom 1,5-Grad-Ziel eben, wenn wir davon ausgehen, dass das unsere Messlatte ist, und das sollte sie sein, denn ansonsten drohen ja schlimme Dinge, die bei Kipppunkten noch viel schlimmer werden kann, muss ich nicht ausführen, dann
haben wir, selbst wenn wir unsere Einwohnerzahl nur nehmen, nur ein CO2-Budget für Deutschland noch zur Verfügung, was mit den bisherigen Zielen, die sich das deutsche Bundesklimaschutzgesetz setzt, im Jahr 2024 erschöpft ist. Da ist das Glas leer im Jahr 2024. Da müssten wir nach 2024 Zero-Emission-Politik haben. Werden wir nicht haben, ist doch völlig klar. Deswegen müssen die Ziele so schleunigst, wie es geht, verschärft werden und an den Notwendigkeiten und am Notwendigen, was nötig ist, eben ausgerichtet werden. Selbst wenn man vom 2-Grad-Budget ausgeht, dann sind wir 2030 bei null. Wenn man sich das vor Augen führt, dann kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat, die sind politischer Natur, die haben politische Einschläge, aber die müssen sich natürlich auch, Politik muss immer einen Ausgleich finden zwischen Wirtschaft und Ökologie. Aber wenn solch gravierenden Gefahren drohen, dann muss die ökologische Notwendigkeit erstmal die Messlatte sein, an der man es misst, von der man ausgeht. Und dann kann man darunter sozusagen Abstriche machen für die Wirtschaft hier und Verhältnismäßigkeit dort. Aber die Messlatte muss erstmal gesetzt werden und das wird sie bisher nicht. Das ist das, was ich als größtes Defizit bezeichnen würde. Ich ergänze da mal, das ist so. Und es wurde ja jedenfalls von der Politik sehr gefeiert, dass wir jetzt ein Klimaschutzgesetz haben, wo man sagen kann, ja, ein Klimaschutzgesetz ist vielleicht besser als kein Klimaschutzgesetz. Aber wenn man sich das anguckt, ist es eben so, dass in diesem Klimaschutzgesetz bloße Sektorziele drin sind. Ob die ausreichend sind und so weiter, hat Remo Klinger eben schon was dazu gesagt. Das andere ist aber, dass sozusagen diese Sektorziele keinen Hinweis geben für konkrete Maßnahmen. Also deswegen glaube ich, wir bräuchten, oder das Defizit ist, dass es keine konkreten Vorgaben gibt, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Also mit anderen Worten, soll es zum Beispiel noch den Bau von neuer Infrastruktur für fossile Energieträger geben, siehe LNG, siehe Nord Stream. Dazu und zu anderen Geschichten gibt es keine Vorgaben. Das heißt, wir haben nur letztlich nur in Anführungszeichen Prozentangaben, die dann runtergezoomt werden müssen. Aber keiner weiß, was das eigentlich heißt. Und das kann auch dazu führen, dass der eine immer auf den anderen zeigt. Wir haben jetzt einen ersten Anfang mit dem Kohleausstieg. Bis 2038 ist natürlich auch irgendwo wieder ein Witz. Aber für alle anderen Sachen haben wir sozusagen keine konkreten Vorgaben, außer Prozentvorgaben für die einzelnen Sektoren. Und ich glaube, wenn wir wirklich weiterkommen wollen und nicht in eine Situation reinkommen wollen, wo wir 2030 oder wann auch immer wirklich totale Cuts machen müssen, dann muss die Politik, muss der Gesetzgeber möglichst bald konkrete Maßnahmen auch oder jedenfalls sagen, wo wollen wir noch hin, in welche Richtung. Also so wie es mit dem Atomausstieg passiert ist, so wie es jetzt mit dem unzureichenden, aber immerhin Kohleausstieg passiert ist, was heißt das eigentlich für andere Bereiche? Es konkreter machen und nicht sich mit Prozentzahlen beglücken, weil ich glaube, das wird ein Schwarze-Peter-Spiel nachher hin und her. Und wir werden da jedenfalls nicht schnell genug weiterkommen. Oder Remo Klinger und ich müssen und andere müssen viele Klagen führen, damit man da weiterkommt. Und das sozusagen in einer Situation, wo wir alle wissen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, das halte ich für sehr schwierig. Und der Gesetzgeber könnte natürlich, wenn er wollte, was übrigens nicht heißt, dass er jede einzelne Genehmigung, die noch erteilt werden darf, vorgibt. Aber er muss eine konkrete Richtung vorgeben. Wo wollen wir eigentlich hin? Was heißt das? Fossile Energieträger, sollen die auslaufen? Und was heißt das dann ganz konkret für die einzelnen Bereiche? Was heißt das für die Landwirtschaft? Sollen weiterhin ohne weiteres Massentierhaltungsanlagen genehmigungsfähig sein, wohl wissend, wie viel Methan da ausgestoßen wird? Auch dort, glaube ich, könnte natürlich der Gesetzgeber Vorgaben machen, dass irgendwo Grenzen zu ziehen sind. Das alles ist bislang nicht passiert und das sehe ich als ganz großes Defizit an, wo wir jetzt wieder dafür sorgen müssen, dass das konkretisiert wird. Dass es einfach konkretisiert wird und praktikabel wird und umsetzbar wird in der Praxis. Bislang ist es das nicht, weil wir alleine bloße Prozentzahlen haben. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu einer Gruppe von Fragen, die sich sehr oft wiederholen im Chat. Die sind anscheinend sehr, sehr interessant und sie passen auch sehr gut zu einem Praxisseminar wie diesem. Es fragen sich viele,
ob sie Tipps hätten, ob sie vielleicht erklären könnten, wie man sich in der Ausbildung, im Studium und auch bei Beginn der beruflichen Laufbahn auf das Thema spezialisieren kann, wie man Kontakte knüpfen kann zu anderen Beteiligten, wie man sich auch im Studium schon einbringen kann und ob es Kollektive gibt, wo sich Anwältinnen, Anwälte und sonst Juristinnen und Juristen zusammenfinden können, die diese Anliegen teilen. Remo, wie hast du deine Karriere organisiert? Ich wollte mal Strafverteidiger werden, weil ich es viel spannender fand und habe aber dann gemerkt, dass mir das viel zu emotional ist mit diesen Menschen. Nein, was soll man sagen? Naja, ja, wirklich, muss man sagen. Mein Eindruck ist, dass, also fangen Sie erstmal an mit wirklich Umweltrecht im Studium zu besuchen. Da geht es doch schon los. Mein Eindruck ist, wenn ich habe immer Referendare bei mir und ich frage die immer, wenn sie sich bei mir bewerben, aus welcher Ecke kommen sie eigentlich? Kommen sie aus dem Umweltrecht oder kommen sie aus den Menschenrechten? Weil ich auch relativ häufig so pro bono Menschenrechtsmandate mache. Und die Erfahrung ist, dass in den letzten Jahren es immer mehr dazu kommt, dass die aus dem Menschenrechtsbereich kommen, was ich ja total in Ordnung finde. Ich muss denen aber in der Regel den Zahn ziehen, dass mit Menschenrechten der Alltag nicht zu bestreiten ist, so als Anwalt. Und deswegen merke ich, dass offenbar es so ist, dass die Ausbildung, sagen, oder bei jungen Leuten das mit den Menschenrechten irgendwie hipper ist. Klingt erstmal besser. Wie mit meinem Strafrecht damals, ist ja so. Deswegen machen Sie Umweltrecht erstmal. Das in jedem Fall lernen, das ist manchmal ein hartes Brot, erstmal sich durchs Emissionsschutzrecht so durchzuquälen und bis zur 41. Verordnung zum BImSchG und so weiter. Das ist alles nicht so besonders toll, aber das ist nötig. Man braucht diese Grundlagen. Man muss erstmal, wie mein Klavierspieler von vorhin sagen, der hat auch ziemlich dröge Tage hinter sich, bis er was Tolles spielen kann. Das ist das Grundlegende. Da muss es sein. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber ich komme gleich wieder drauf. Aber sag du doch mal, Conny. Also ich stimme dir total zu und vielleicht mal so zu meinem Werdegang. Ich habe in Hamburg an der Staatlichen Uni studiert und damals gab es an der Uni Hamburg den Schwerpunkt Gewerbeaufsichtsrecht. Und dahinter verbarg sich aufgrund einiger engagierter Professoren letztlich Umweltrecht. Und die Uni Hamburg war mit diesem Schwerpunkt eigentlich damals eine der wenigen Unis, die Umweltrecht auch als Umweltrecht angeboten hat. Das hat sich mittlerweile, oder dann gab es eine Entwicklung, wo das an vielen Unis so war, dass sozusagen explizit Schwerpunktvorlesungen stattfanden im Umweltrecht. Mittlerweile ist jedenfalls so, ist das, was ich mitbekomme, dass wieder etwas gekippt. Und dass es Umweltrecht natürlich noch gibt, aber nicht mehr in dem Umfang, sondern das Medienrecht, IT-Recht und solche Geschichten doch sozusagen das Gros ausmachen an Schwerpunktmöglichkeiten. Und deswegen vielleicht auch an das Publikum so ein bisschen zurück. Setzen Sie sich dafür ein, dass an Ihrer Uni, an Ihren Unis wieder Schwerpunktvorlesungen oder ganze Bereiche, Seminare stattfinden im Umweltrecht. Also mir scheint das mittlerweile in der Ausbildung zu kurz zu kommen. Man kann sich natürlich auch einiges selber beibringen, das ist gar keine Frage. Aber ich hatte sozusagen engagierte Professoren, die mir da den Zugang sehr erleichtert haben. Und das ist auch heute noch möglich. Also deswegen wäre das vielleicht eine Anregung insgesamt auch zu fordern, dass in der universitären Ausbildung das einfach wieder eine größere Rolle einnimmt und dass man von vielleicht jetzt sage ich mal den Begriff hipperen Schwerpunkten, die es gerade gibt, also Medienrecht, IT-Recht oder was auch immer, die sollen ja alle bleiben, haben alle ihre Berechtigung, selbstverständlich, aber daneben das Umweltrecht auch wieder eine größere Bedeutung bekommt. Das Zweite ist natürlich, sofern Sie noch studieren, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Referendarszeit entsprechend auszugestalten. Und da können Sie natürlich einmal in Umweltrechtskanzleien gehen, aber Sie können sich natürlich auch andere Stationen suchen mit umweltrechtlichen Schwerpunkt, sei es in der Behörde oder auch in der
bei Gerichten in bestimmten Kammern. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was absolut empfehlenswert ist, um auch diese andere Seite kennenzulernen. Ich habe jetzt meine zweite Antwort noch wieder entdeckt. Danke, Conny. Wo kann man mitmachen, war ja noch die Frage. Es gibt ja nicht nur Fridays for Futures und Scientists for Futures und es gibt sogar, glaube ich, Psychotherapeuten for Futures. Es gibt auch Lawyers for Futures. Und ich glaube, da muss man noch nicht mal mehr Lawyer sein, sondern da kann man auch Jurastudent sein, glaube ich, denke ich mal. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste eine Internetseite geben. Peter Krämann, Umweltanwalt aus Berlin, macht das sehr engagiert und ich mache viel zu wenig mit, weil ich viel zu wenig irgendwie dafür noch aufbringen kann. Aber wenn sich da noch Leute finden und da mitmachen wollen, dann da an die Seite wenden. Ich glaube, da ist immer Bedarf für Leute, die engagiert und ein bisschen juristische Ahnung haben. Da kommen dann so aus allen möglichen, vor allen Dingen von den Fridays for Future Leuten eben so juristische Fragen dann so an, so kleinere, die man vielleicht so mal so beantworten kann aus unterschiedlichsten Bereichen. Vielleicht will man da mitmachen. Und eine Frage, die auch sehr interessiert hat, vielen Dank jetzt für die Antwort, ist, Sie haben das angesprochen, Herr Klinger, ob das überhaupt möglich ist, als Anwalt, Anwältin sich mit der Verteidigung des Klimas auch den Lebensunterhalt zu bestreiten. Sprich, geht das zu 100% oder muss man dann auch irgendwelche Großemittenten verteidigen, damit man auch davon leben kann? Das war auch so eine Frage, die gestellt wurde. Conny, wie viel zahlt dir die RWE? Anwaltsgeheimnis. Okay. Was zahlt ihr Vattenfall? Also. Nichts, kein Anwaltsgeheimnis. Also ich glaube, es ist schon, also jedenfalls bei mir ist es so, dass Vattenfall und RWE mich wahrscheinlich auch nicht beauftragen würden. Was aber natürlich sein kann, von staatlicher Seite beauftragt zu werden. Aber man muss auch sagen, dass oder andersrum. Also ich glaube, wenn Remo Klinger und ich in einer Großkanzlei wären, die regelmäßig große Konzerne vertreten würden, würden wir wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache verdienen. Das ist, glaube ich, so. Das heißt aber nicht, dass ich am Hungertuch nage. Es ist mit Sicherheit deutlich weniger als das Gehalt einer Großkanzlei, die solche Mandanten hat. Aber es ist absolut gut damit auszukommen und ich bin auch der Auffassung, dass gute Arbeit gut bezahlt werden muss. So, also deswegen muss man sich in der Hinsicht, glaube ich, keine Sorgen machen. Das andere ist, dass es zunehmend natürlich auch Stiftungen und Organisationen gibt, wo Leute, die sehr viel Geld haben, sagen, wir stellen jetzt einen Betrag zur Verfügung, damit der Umweltverband X eine Klage finanzieren kann. Und das ist ja das, glaube ich, weshalb wir auch durchaus interessante Klagen führen können und uns da auch nicht, jedenfalls nicht immer selbst dabei ausbeuten müssen, weil es auch Finanziers im Hintergrund gibt, die sagen, wir haben genug, wir wollen solche Sachen finanzieren. Also man wird Abstriche machen können, wenn man sozusagen als Messlatte eine Großkanzlei hat, die RWE vertritt. Aber wenn man sagt, ich will jeden Morgen gut in den Spiegel gucken können, trotzdem nicht allzu schlecht leben können, dann funktioniert das. Ich kann das nur bestätigen. Es ist so, dass ich oder wir immer noch in der guten Situation sind, 2/3 aller Mandatsanfragen abzulehnen. Weil ich einfach, wir sind 5 Leute, wir wollen nicht größer werden oder ich will es nicht, dass wir größer werden, weil ich sonst irgendwann Manager meiner Firma bin und nicht mehr im Gerichtssaal stehen kann und das ist da, wo ich am liebsten stehe. Ich bin am liebsten Prozessanwalt. Ich schreibe auch viele Gutachten und sowas, aber das Prozessieren im, sagen, vor Gericht, wir schreiben ja auch sehr viel vorher und das Verhandeln vor Gericht, das ist sozusagen, das ist mein Leben und das ist meine Bühne und sozusagen, und da lehnen wir viel ab, gibt es bestimmte Bedingungen eben. Zum einen, es muss in unseren Bereich fallen, den wir machen. Und dann das Zweite ist eben, dass mit in den Spiegel gucken auch in gewissermaßen. Das heißt eben auch, dass man damit Lebenszeit verbringt mit so einem Mandat. Und so lange ist unser aller Leben nicht, dass man mit irgendwelchen Sachen, die man eigentlich gar nicht vertreten will, dann sich irgendwie ständig rumschlägt. Und dann kommt noch hinzu und das Dritte natürlich, sie müssen einem auch halbwegs bezahlen können. Und da mache ich es jedenfalls so, dass wir dort
abschlägt, sozusagen, dass da, wo wir dann eben in bestimmten Mandaten, wo finanzielle Power dahinter steht, dann einfach deutlich mehr nehmen und da, wo was eigentlich nicht dahinter steht, aber trotzdem extrem gern machen wollen, dann deutlich weniger nehmen. Wir können es einfach. Wir müssen nicht, wir arbeiten nicht in einer kleineren Kanzlei, so wie bei uns und auch wie bei Conny. Wir arbeiten nicht für das Budget von irgendwelchen anderen Partnern, die noch irgendwelche Rentenansprüche haben oder so weiter. Das haben wir alles nicht. Wir können selber gucken, was wir machen wollen. Und das ist die große Freiheit, die wir haben. Und um es gerade zu sagen, auch und nicht nur von uns selber zu reden, ich finde, wir haben viel zu wenig Umweltrechtsanwälte. Sozusagen, der Bedarf ist da. Es gibt so viel, wir kommen nicht hinterher. Und sozusagen, wir haben so viele Ideen, wir haben so viele Möglichkeiten auch. Und es ist gar nicht mal so, dass es nicht finanzierbar ist, weil die Stiftungen sind schon erwähnt worden, die uns manchmal sehr helfen. Sondern es funktioniert schon. Und sozusagen, kluge und engagierte Leute sind extrem wichtig. Und wie gesagt, mit dem Hinblick auf die Referendare, ich habe eher den Eindruck, wird zu wenig ausgebildet in dem Bereich. Wir brauchen euch. Macht das. Kommt. Ja, vielen Dank für den Aufruf auf jeden Fall. Und ich denke, wir kommen jetzt zur letzten Frage, wenn ich das richtig einschätze. Eine Frage, die haben wir von Anfang an, aber die ist auf jeden Fall interessant. Eine Grundsatzfrage, und zwar möchte man wissen, wie geht man als Anwältin oder Anwalt mit dem manchmal vorwurfsvoll geäußerten, mit der vorwurfsvoll geäußerten Kritik um? Es handelte sich im Kern um politische Anliegen, im rechtlichen Gewand sozusagen, die aus Gewaltenteilungsgesichtspunkten eigentlich im Parlament und nicht im Gericht entschieden werden sollten. Na, das stimmt ja nur sehr, sehr bedingt, nämlich stimmt nun mal gar nicht da, wo wir die Vollzugsdefizite einklagen und das ist eigentlich der größte Bereich, da wo wir geltendes Umweltrecht umsetzen, was ja in so vielen Konstellationen vom Staat nicht getan wird, weil eben entweder der Wille dazu fehlt oder die personellen Möglichkeiten beschränkt sind oder was auch immer. Da ist natürlich schon von vornherein der Vorwurf, die Gewaltenteilung wäre verletzt, nicht begründet. Und dann gibt es eigentlich ja nur diese Bereiche, wo wir Schutzpflichten, verfassungsrechtliche Schutzpflichtenverletzungen geltend machen, wo wir eben sagen, ja, unser Grundgesetz gibt es aber her, dort, dass Schutzpflichten eben bestehen und die müssen dann eben eingefordert werden und dann ist zu entscheiden, ob der Gesetzgeber seinen Spielraum da verlassen hat, seinen verfassungsrechtlichen oder nicht. Und dann wird sicherlich auch zu entscheiden sein, welche Grundrechte haben wir da überhaupt. Zum Beispiel, ja, gibt es ein Grundrecht auf ökologisches Existenzminimum, wie ich finde. Das ist mein Schlagwort für das Jahr 2021. Her mit einem Grund. Wir haben ein Grundrecht auf ökologisches Existenzminimum. Und das soll bitteschön auch ausgeformt werden und ausgefüllt werden. Und dann bewegen wir uns auch im verfassungsrechtlichen Bereich. Nur da kann es ja eine Rolle spielen. Und dann ist der Einwand auch nicht berechtigt, wie ich finde. Ich glaube übrigens, dieser Einwand, wenn er denn kommt, kommt oft auch, um ganz bewusst zu diskreditieren, weil wir natürlich für Sachen eintreten, die bestimmten Industrien wehtun können. Und was man, finde ich, dabei auch nicht vergessen darf, wir sind zwar nicht immer erfolgreich, aber wir haben einen Atomausstieg durchgesetzt, wir haben einen Kohleausstieg durchgesetzt, wir haben bessere Luftreinhaltepläne durchgesetzt. Und also das ist etwas sozusagen, man kann uns nicht mehr negieren. Und weil das so ist, weil natürlich die Großemittenten auch sehen, da sind engagierte Leute auf der anderen Seite, wird oft einfach mit solchen Vorwürfen auch gekommen und davon darf man sich einfach nicht einschüchtern lassen. Also das prallt an einem sozusagen ab und wenn man nicht wirklich völlig aussichtslose Verfahren anstrengt, dann hat man auch allen Grund, irgendwie das an sich abprallen zu lassen. Vielen Dank. Als Ausblick hätten wir noch eine Frage zum Film Ökozid. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Haben Sie den gesehen? Ja, ich war in gewissermaßen auch schon vorher damit beschäftigt, bei der Entstehung. Oh, das passt ja prima. Wie beurteilen Sie den Film aus Ihrer Profisicht?
Ja, ich fand den super. Ich fand, ich hatte eher die Befürchtung, wenn ich den so in meinen Freundeskreis den Link irgendwie so geschickt habe oder Verwandten, dass viele, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, von den vielen Fakten, die einem da präsentiert wurde, die ja alle wahr sind, überfordern könnte. Das war so meine Befürchtung. Hoffentlich schalten die nicht alle nach der Hälfte ab, weil es ihnen zu viel Input ist. Aber einigen ging es wohl auch so, wie ich gehört habe, andere sind da denn doch dran geblieben und fanden es spannend. Ja, es ist. Ich fand, Frau Merkel kam am Ende zu gut weg, ganz klar zu sagen, dass sie dann so da die große Geste machte, wenn man weiß, dass eben, wenn man nur den Automobilbereich nimmt, der ja da sehr prominent gezeigt wurde, und gerade aus Brüssel eine Euro-7-Verordnung für strengere Grenzwerte vorgeschlagen wurde. Und das allererste, was Frau Merkel macht, ist, eine Taskforce in Deutschland einzurichten mit Industrievertretern, die das Ziel hat, das zu verhindern. Dann ist das, ja, dann ist sie mit diesem Schluss zu gut bedient. Ich finde, das ist, sagen, ist eine große Politikerin, aber der Klimaschutz ist ihr großes Versagen und das muss man ihr vorwerfen. Aber ist es realistisch, dass die Bundesregierung in 14 Jahren verklagt wird für ihr Versagen? Warum nicht? Warum nicht? Das halte ich nicht für ganz an den Haaren herbeigezogen, das Szenario. Zumal man ja, wenn man jetzt mal 14 Jahre von uns zurückblickt, was wir vor 14 Jahren noch gemacht haben und dachten, was geht und was nicht geht, das kann sich ja alles auch noch sehr, sehr sportlich entwickeln. Dass da Bangladeschis im Film vor allen Dingen eben auch mit waren, hatten natürlich gewiss, vielleicht kann man sich's denken, Hintergrund, wenn ich Bangladeschis vertrete, sagen, das ist ja auch nicht so denkbar gewesen vor 14 Jahren, dass 10 Bangladeschis und 2 Nepalis vor dem Bundesverfassungsgericht klagen, weil ihnen das Wasser schon jetzt bis zum Hals steht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Veranstaltung. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für diesen tollen Einblick in Ihren Beruf und in das Thema im Allgemeinen, aber auch am Ende natürlich noch in Ihre politischen Ansichten und den Handlungsbedarf, den es braucht. Und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen im Publikum jetzt schon ganz begeistert an ihrer eigenen Universität nach dem Schwerpunkt Umweltrecht suchen und sich dafür einschreiben. Ich denke, das ist vielleicht auch ein Thema für uns als AKJ, wo wir schauen können, ob es da an unserer Uni Handlungsbedarf gibt, ob wir die Uni dann ein bisschen zu pushen können, den Schwerpunkt auszubauen. Genau, ja, also sehr vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Klinger, und Sie, Frau Ziem. Und danke natürlich auch an Jaime für die Repräsentation der Fragen. Und nicht zuletzt die Fragen an sich. Ich fand, die waren alle sehr interessant. Und es freut uns natürlich sehr, dass diese Veranstaltungsreihe auf so großes Interesse gestoßen ist und das Publikum auch immer so dabei war und so mitgedacht hat. Das finde ich echt großartig. Für alle, die jetzt heute zum ersten Mal dabei waren und sich aber trotzdem noch für die anderen beiden Vorträge interessieren, der erste Vortrag war eine Einführung in die Klimaklagen und der zweite Vortrag ging spezifisch zum People's Climate Case. Die sind, wie schon vorher gesagt, online verfügbar auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung. Und freuen sich natürlich darauf, auch noch angesehen zu werden. Genau, damit gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht können wir noch hinweisen auf die Veranstaltung vom AKJ, die jetzt in den nächsten Tagen auch noch Vorträge, wo es noch Vorträge geben wird, das ist der BAKJ. Vielleicht können wir da im Chat auch noch den Link zu posten. Da gibt es einige, das ist ein Kongress, in dem spezifisch um Klima und Recht geht. Da werden Sie wahrscheinlich oder sind auch schon aufgetreten. Zumindest gab es auch personelle Überschneidungen mit unserer Reihe. Genau, und damit würde ich jetzt hier einen Abschluss finden. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Präsentieren.
und hoffentlich auf ein Wiedersehen. Danke, David. Tschüss allerseits. Danke, ciao. Tschüss.